Ist da wer? Ja! Das ist Schweinerei! Ruhig jetzt. Der Kerl scheint dich nicht bemerkt zu haben. Starte die Kamera, nimm ihn auf und dann beschieß ihn mit allem, was geht. Plasmide, Feuerwaffen, alles, was du hast. Gut so, mein Junge. Es lohnt sich für dich, die Kamera einzusetzen, weil du so erfährst, wie ein Splicer tickt. Film jetzt einen von diesen Riesenaffen und du wirst sehen. Schon bald kannst du den Schutt vor dem Hotel wegräumen. Mit dieser Kamera ist es ein bisschen wie mit einem Witz. Je öfter man ihn auf die gleiche Art erzählt, desto mehr nutzt er sich ab. Man muss variieren, damit es nicht langweilig wird. Ha ha ha!
der Engel leuchten. Dieser Engel ist einsam. Im Einsatz der Forschungskamera kommen wir nicht an Gracie Hall. Und das heißt, wir sitzen hier fest. Film einen von diesen Riesenaffen und dann bearbeite ihn. Dass ich den besten Strategie. Kleines Präsent für dich, Arztgesicht. Ich verhandle mich. Da ist einer von diesen Giganten. Wirf die Kamera an, filme ihn und dann deck ihn ordentlich ein. Du bist ja ein richtiger Profi-Filmer. Und mir scheint, du hast dir von dem Riesenbaby einen neuen Trick abgeguckt. Geh jetzt wieder zum Sinclair Deluxe und bahn dir einen Weg durch den Schutt. Vater, du entwickelst dich schnell, aber dein Herz wird schwächer. Ich kann dich am Leben erhalten, aber dazu musst du mich finden. Hypnotisieren Sie Ihre Gegner. Viel Spaß, wenn Sie sich gegenseitig bekämpfen.
Was ist denn? Du Tier! Möchte dir mein Eigentum unter den Nagel reißen? Ah. Ah. Warum hört das nicht auf? Sich mit einem unschuldigen Kind davon stehlen. Das war's. Wir müssen das Limbo schließen. In dem Nobelschuppen in Uptown geht eine Bombe hoch. Und schon kriegen alle die Panik und heben ihr Geld von der Bank ab. Eine ganze Stadt zerrt an derselben Dollarnote. Die Banken gehen pleite. Und vielleicht einer von 10 hat sein Geld noch gekriegt. Wer hört mir noch zu, wenn ich rumposaune, wie blank alle sind? Stanley ist mir keine Hilfe. Wie soll ich für die kleine Eleanor sorgen? Das macht mich krank. Die Mund. Adam, Daddy, hier. Ich habe Gerüchte gehört. Es ist kaum zu glauben, aber anscheinend hält irgendwer namens Wales unten in der Siren Alley Gottesdienste ab. Alle Religionen und Glaubensbekenntnisse sind willkommen, heißt es. Sie machen große Versprechungen. Erlösung, Unsterblichkeit und einen Weg hier raus. Es ist mir egal, wie verrückt das klingt. Ein Ausweg aus Rapture ist Musik in meinen Ohren. Nächsten Sonntagmorgen werde ich da sein.
Zu Grace war Ryans Paradies äußerst unfreundlich. Sie sprach sich in ihren Songs gegen ihn aus und er setzte sie auf die schwarze Liste. Es hat sie ruiniert. Aber in der Familie hat sie Hoffnung gefunden, einen grundneuen Atem zu schöpfen. Frage dich, Delta, hast du es verdient, ihr das zu nehmen? Selbst wer die Spielsachen haben, Spielsachen.